Der Respektwalk startete montags mit einem Livestream aus der Stadtbibliothek in Köln. Der erste Walk führte uns nach Aachen und begann dort mit einer Einführung im euregionalen Medienzentrum. Nach der Einführung ging es zu einer WG für jugendliche Flüchtlinge. Hier die Gruppe, wo ihr im Moment zu Gast seid, ist eben eine Gruppe für 10 Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichem Background. Und hier habe ich die Katrin. Was machst du eigentlich hier? Also ich bin Sozialpädagogin und im Haus bin ich Gruppenleitung. Also eigentlich bin ich zu 95% schon als Pädagogin hier tätig. Besonders spannend war es natürlich, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu erzählen und Fotos zu machen. Ja, Sport, ich mache also Fußball oder Laufen am Wochenende. Okay. Und zu Hause trainieren. Respekt! Nach dieser ersten Station besuchten wir die Bahnhofsmission in Aachen. Der steht hier draußen vor der Tür. Ach, meine Frau hat mir richtig gesagt, der Richter, der macht mir immer den Namen kaputt. Das Bild ist noch nicht fertig. Noch lange nicht. Wie finden Sie, dass wir heute hier sind? Ich kann nur sagen, ich finde es toll, dass dieses Thema so viel Aufmerksamkeit erregt und dass Sie alle hier sind, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Das hilft auch vielleicht bei uns für ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Wir suchen ja immer wieder Nachwuchs und vielleicht gewinnen wir dadurch Nachwuchs. Unser Gastgeber am zweiten Tag in Mahl war das Grimme-Institut, wo wir uns herzlich aufgenommen fühlten. Und dann ging es gleich zur Polizeistation. Eine Pistole, daneben zivil. Kriminalbeamter ist in der Regel. Uns eben erzählt, wie Bürgerinnen und Bürger total respektlos mit ihnen umgegangen sind bei Einsätzen. Wo sind Bürgerinnen und Bürger denn respektvoll mit ihnen umgegangen? Können Sie uns das kurz sagen? Ja, kurzes Beispiel war ein Castortransport im Wendland, Anfang der 2000er, 2002, 2003, wo Polizei natürlich für den Schutz und für die Ermöglichung des Castortransportes im Wendland eingesetzt wurde. Ich war auch beteiligt. Situation gab es, dass wir zum Tanken gefahren sind und letztendlich überhaupt nicht bedient oder angesprochen wurden, es wurde nur kassiert. Wir waren halt der Staat, der dafür gesorgt hat, dass im Wendland der Castortransport durchläuft und wir standen in einer Absperrung und eine vermutlich Anwohnerin aus dem Wendland hat Rosen verteilt an die Polizei und hat auch uns allen, die da in der Absperrung standen, Rosen verteilt. Als Zeichen, wir sehen euch hier als Menschen und nicht nur als Staat oder Verkörperung des Staates, der den Castortransport ermöglicht. Nach der Mittagspause ging es weiter zum Rathaus in Mahl. Dort prallen Gegensätze von Ordnung, Gesetz, Gewalt, Schutz, Freude und Architektur aufeinander. Ja, wie habt ihr denn den Tag empfunden? Was meinst du denn, Chantal? Also ich habe viele Erfahrungen sammeln können, ob im Rathaus oder auf der Polizeiwache. Es war sehr ausführlich, was die Polizeibeamten mit uns besprochen haben, was so in den heutigen Zeit so alles passiert, an Fällen draußen oder halt im Internet oder halt in der Gesellschaft. Ja, die Polizei ist eben wichtig. Auch am Ende des zweiten Tages werden die Fotos gesichert, ausgewählt und kommentiert. Das ist immer ein besonders spannender Moment. Unsere dritte und letzte Etappe führte uns nach Münster. Dort hatte unser Respektwalk das Thema Religion. Unser Gastgeber war die Bezirksregierung. Der erste Walk, gar nicht weit, führte uns zum St. Paulusdom, direkt um die Ecke. Wie Sie die Idee finden, dass wir uns hier mit Fotografie und Smartphone mit dem Thema Respekt hier bei Ihnen auch im Dom auseinandersetzen? Ja, wir beim Bistum Münster versuchen auch auf allen Social-Media-Kanälen uns immer wieder den Themen rund um Kirche und Glaube auseinanderzusetzen und zu vermitteln. Mhm. Und da muss man immer sehr kreative Ansatzmöglichkeiten wählen. Von daher fand ich das sehr spannend, das Thema Respekt im Foto und im Dom, also das irgendwie ins Bild zu bringen. Respekt! Nach der Mittagspause ging es zur jüdischen Gemeinde. Du bist unser einziger, alleiniger Gott, gebietest uns mit ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele und auf allen Wegen, auf denen wir gehen, auf denen wir wandeln, stets deine Gebote vor Augen zu haben. Wie passt Motorradfahren, Respekt und Religion zusammen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist die gleiche Frage, die mir unsere Mitglieder in der Gemeinde immer wieder stellen, aber eher aus dem Blickwinkel der Sorge, dass ich mal verunglücken könnte und es würde ein Vakuum entstehen, wenn ich eine Weile ausfallen würde. Aber
solange ich am Schabbat nicht Motorrad fahre und an den jüdischen Feiertagen, geht das in Ordnung. Das Maike, du bist zu unserem Respekt-Walk mitgekommen. Respekt und Medienkompetenz, wie passt das zusammen, Maike? Medienkompetenz ist man ganz schnell beim Thema Umgang miteinander online im Netz und da ist man beim Thema Hate Speech und da ist man automatisch beim Thema Respekt. Und du warst jetzt heute mit uns in Münster unterwegs. Was hast du mitgenommen bis dahin? Ich habe unfassbar viel mitgenommen. Ich habe mir den Dom angeschaut oder hier auch das Haus der jüdischen Gemeinde mit ganz anderen Augen, sobald man das durch die Linse sieht. Ich habe ganz viele verschiedene Menschen getroffen, die ihre Eindrücke geteilt haben. Und ja, ich habe auch gesehen, dass man das Thema Respekt wunderbar bildhaft umsetzen kann. Vielen Dank, Maike.